und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeige ich euch an meiner AR-15, wie man einen Mündungsfeuerdämpfer wechselt und worauf dabei im Besonderen zu achten ist. Viel Spaß mit dem Video. Zunächst bereiten wir das benötigte Werkzeug vor. Einen Drehmomentschlüssel passend für den Mündungsfeuerdämpfer, eine Einspannvorrichtung, um den Upper im Patronenlager zu kontern, damit sich das Drehmoment nicht auf den Upper auswirkt, und Reinigungsmittel, um die Gewinde fettfrei zu bekommen. Dann schrauben wir zunächst den alten Mündungsfeuerdämpfer oder in meinem Fall Kompensator ab und reinigen das Gewinde am Lauf und am zu montierenden Mündungsfeuerdämpfer, bis diese komplett schmutzfrei sind. Dann legen wir die dickste Unterlegscheibe auf den Lauf mit der Fasung Richtung Waffe, da am Ende des Gewindes kein Gewindefreischnitt ist. Dann schrauben wir den Mündungsfeuerdämpfer auf. Und ziehen ihn mit 20 Foot-Pound an, der Wert kann bei anderen Dämpfern aber abweichen. Dann schauen wir mit Blick in die Mündung, wo die kleine Nase steht, in unserem Fall auf ca. 10 Uhr. Aus der beiliegenden Timing-Tabelle entnehmen wir, welche Scheiben wir unterlegen müssen. In unserem Fall 2 rote und 3 farblose. Dann schrauben wir den Mündungsfeuerdämpfer wieder ab. Legen die ermittelten Scheiben unter. Achten dabei darauf, dass diese bündig mit dem Lauf sind und schrauben den Mündungsfeuerdämpfer wieder mit 20 Foot-Pound fest. Wenn die Ausrichtung des Dämpfers passt oder nur noch ein Müh weiter gedreht werden müsste, haben wir die Scheiben richtig ermittelt. Dann können wir den Mündungsfeuerdämpfer erneut abschrauben und die Gewinde mit der mitgelieferten Schraubensicherung einschmieren. Dann schrauben wir den Mündungsfeuerdämpfer auf und ziehen ihn wieder mit 20 Foot-Pound an. Sollte er noch nicht ganz ausgerichtet sein, stellen wir den Drehmomentschlüssel auf 30 Foot-Pound ein und drehen weiter, bis das Timing passt. Wenn das Timing passt, bevor der Drehmomentschlüssel knackt, ist der Mündungsfeuerdämpfer zwischen 20 und 30 Foot-Pound angezogen und somit in der Toleranz. Und wir haben einen vorschriftsmäßig montierten und richtig getimten Mündungsfeuerdämpfer auf der Waffe. Auf den Bildern könnt ihr sehen, dass das Timing genau mittig ist und so die Kompensatorbohrungen die Waffe beim Schuss genau nach unten drücken. Am Schluss möchte ich mich noch bei Horner Arms bedanken, der uns seine Werkstatt und sein Werkzeug zur Verfügung gestellt hat. Ohne ihn wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Vielen Dank. So denn, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt was gelernt. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und kommentiert gerne, falls man noch irgendwas beachten muss. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier bei der Epic Group.